Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von Ixchel. Was war das? Ein Steinabrieb von den Wänden. Thank you.
Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. An der Baumrahe hängt ein Falconett. An der Baumrahe hängt ein Falconett.
der Baumrahe hängt ein Falkonett. Das Falkonett ist in Stellung. Vielleicht gibt's einen Unterwasserweg zum Bug des Schiffs. 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 Ich muss den Baum drehen, um die Kiste zu erreichen. Mist, er rührt sich nicht. Ich muss den Baum drehen, um die Kiste zu erreichen. Ich muss den Baum drehen, um die Kiste zu erreichen. Am Fockmast ist eine Winde. Fockmast ist eine Winde. Hey!
Winde. Am Fockmast ist eine Winde. Am Fockmast ist eine Winde. Ist zu weit draußen. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Ich muss den Baum so drehen können, dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet.
Mit dem Baum erreiche ich die Kiste. Der Kapitän in seiner Kabine gehortet. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. Das Schiff zu verlassen. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein.
Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Sir, mir ist...
Das hier zeigt den Inka-Gott. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. Die Stadt war für ihre Stahlarbeiten berühmt. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Ausgang muss hinter dem Tempel sein.
Thank you.
1. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Es war nur ein Geräusch. Mm.
Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Thank you.
Dafür habe ich nicht genug Platz. Nichts wie weg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sollte sich eigentlich noch drehen. Tja. Wenn das Wasser hier durch kann, dann schaffe ich das auch.
Das muss der Nahual sein, die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Erster August. Das Ding selbst drehen. Ich muss irgendwie darüber. Dezember 1603. Ich wurde mitten in der Nacht durch ein seltsames Geräusch geweckt. Lopez starrte noch immer ins Feuer, obwohl es inzwischen nur noch aus Glut bestand. Ich fragte ihn, ob er das Geräusch ebenfalls gehört hatte, erhielt als Antwort aber nur ein Knurren. Ich legte ihm eine Decke über die Schultern und fachte das Feuer wieder an. Dann setzte ich mich und lauschte. Ich hörte weit entfernte Schreie und Zischlaute, die vermutlich durch die Windungen der Höhle verzerrt wurden. Doch unter all diesen Geräuschen war noch etwas anderes. Ein schwaches Summen. Ich habe so etwas schon zuvor gehört, jedoch nur selten und auch nur, wenn ich tief ins Gebet versunken war. Es klang wie die Stimme Gottes.
hinter der Tür. Hier könnte die Schatulle sein. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Ich muss den mittleren Schlangenzapfen mit der Kurbel verbinden. Ich muss mit der Kurbel den mittleren Schlangenzapfen drehen. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Okay. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Mit der Kurbel positioniere ich die Zapfen, dann fließt das Wasser zum Rad. Mit der Kurbel positioniere ich die Zapfen, dann fließt das Wasser zum Rad. Langsam wird das hier was. Das war's. Fast fertig. Thank you.
Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Ich muss diesen Zapfen mit der Kurbel verbinden. 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 Dreht sich nicht. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen.
Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Dreht sich nicht. Ich muss den Zapfen drehen, um das Becken zu füllen. Vielversprechend. Mit der Kurbel positioniere ich die Zapfen, dann fließt das Wasser zum Rad. Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil. Die Göttinnen des Schutzes.
Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Dafür habe ich nicht genug Platz. Thank you.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das könnte helfen.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hey! Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Weg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
falls du mich hörst. Ich bin hier. Wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am ja, Eingang cool. sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Ezli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara. Ich werde sie da rausholen. Ich weiß. Glaubst du das wirklich? Der große Shinchichikwa und der Schild des Ehrenschöpfers. Warum nicht? Du solltest dich hören. Das ist ein Mythos. Unuratu glaubt dran. Das reicht für mich ab. Lara. Ja? Ich bin Koryanka. Unuratu hat eine hohe Meinung von dir. Ich habe den Weg zur alten Kaserne freigemacht, als Ezli gefangen war. Du warst auch daran beteiligt. Wir sind Schwestern derselben Sache. Ah, verstehe. Deine Tätowierung bist du. Ich bin eine Geschorene, ja. In einem früheren Leben. Vor Amaru. Als wir für etwas anderes standen. Er hat meinen Orden für seine Priester aufgelöst. Nur ich bin noch übrig. Aber ich habe geschworen, im Kampf nie zurückzuweichen. Darum trage ich nun die Farben der Rebellion. Ich unterstehe Königin Unuratu. Nun, ich bin mit dem Ruf der Geschworenen durchaus vertraut. Historisch betrachtet. Sehr erfreut. Du bist zu freundlich. Ihr habt über Kaiser Shinchichikwa gesprochen. Ja, den ersten Kaiser von Paititi. Er war Unuratus Vorfahre. Er hat diese Ära gemacht, mit allem. Allem, wofür wir jetzt kämpfen. Ich habe noch nie von diesem Schild gehört, der... Der Schild des Ehrenschöpfers. Die Rebellion braucht ihn als Beweis, dass Unuratu diejenige ist, die Paititi in die nächste Ära führt. Auf dem Schild steht das Ritual der Priesterweihe. Das Ritual macht Unuratu zur nächsten Ehrenschöpferin. Nur sie darf das Schicksal erschaffen. Nicht dieser falsche Gott Amaru. Und wo ist der Schild? Versteckt,
Tief im Berginneren, hinter dem Pfad von Hurakan. Dem Pfad von Hurakan? Das ist eine Prüfung. Für alle, die den Schild suchen. Hast du es schon versucht? Das war vor Ätzlis Verhaftung meine Mission. Leider musste ich umkehren. Seit seiner Rettung weiß der Kult, dass wir etwas planen. Ich trainiere unsere Kämpfer. Der Schild muss warten. Doch wenn wir zu lange warten, könnte Amaru ihn zuerst holen. Und Unuratus Anspruch wäre dahin. Mit dem Schild kann Amaru Patiti mit einer Geschichte seiner Wahl ein- und sich selbst zum Ehrenschöpfer erklären. Er schafft die Welt neu, wie er sie will. Ja. Das darf nicht sein. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das da drüben bei Uchu ist mein Freund. Er heißt Jonah. Ich kontaktiere ihn, wenn ich was finde. Ich bleib in seiner Nähe. Danke, Lara. Ein sechskantiger, aus Kupfer gegossener Streitkolben, in den eine Beilklinge eingearbeitet wurde. Eine furchteinflößende Waffe. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Der Kult von Kukulkan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben immer mehr Druck aus und wir weichen immer weiter zurück. Wenn Unuratu nicht bereit ist, etwas zu unternehmen, sollten wir ohne sie zuschlagen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Ich werde nicht betteln. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig, genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wäre. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen. Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint, uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt.
Feiglinge, wir alle. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Poma konnte euch in dem Moment nicht helfen, aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Ishik, willst du eine Geschichte? Möchte hören, die meine Mutter mir erzählte? Lieben. Ach, welche Schulu! Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Huh?
Seten Sassini, etal. Magwachi kanenichu nam? Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg.
Dominguez hat Unuratu. Und an den... Meigua? Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Kommandant,